Maria, du zeigst mir heute die beliebteste Tiroler Süßspeise, den Kaiserschmarrn. Ja. Was brauche ich denn alles dafür? Du hast schon alles schön vorbereitet. Pro Person rechnet man 3 Löffel Mehl, 3 Eier und das andere Milch und Zucker und ein paar Rosinen. Das tue ich noch Gefühl rein, was ich so mal glaube, bis der Teig mir passt. Mhm. Wie fangen wir an? Wir fangen mal mit dem Mehl an. Da gebe ich jetzt 3 Esslöffel für Mehl rein. So, dann nehme ich eine Prise Salz. Plus so, bloß dass ein bisschen drin ist. So, dann nehme ich die Milch. Ich fange schon mal an zu rühren. Ja, das ist ein bisschen rühren, ja. Da hinten. So geschmeidiger Teig, ja, das passt so ganz gut. Jetzt haben wir noch eine Prise Vanillezucker rein. Dann ein bisschen Zucker rein noch. So. Und jetzt geben wir die Eier dazu. Jetzt kannst du ganz leicht noch unterheben jetzt. Nur unterheben? Ja, kannst du ein bisschen unter den Teig so reinrühren. Ah, so eine, ja. Jetzt tun wir ein bisschen rum rein. So. Und jetzt rührst du noch einmal rum und jetzt ist der Teig fertig. Das ging ja wirklich in 2 Minuten. Ja, das geht ja schnell. Bloß wenn er dann in der Pfanne ist, dann bleibt man dabei. Gut, dann ab in die Pfanne. Und da habe ich das Butterschmalz. Butter nehme ich deshalb nicht, das verbrennt eher. Butterschmalz, da kriegt er so eine schöne Farbe und das ist das Richtige für den Kaiserschmarrn. Jetzt darfst du den Teig einschütten. Eine ganz, ja. So, und jetzt kommen die Rosinen dazu. Darfst du so schön streuen. Schön verteilen, ja, oder? Ist ja. So. So, und jetzt haben wir einen Deckel drauf. Und dann lassen wir ihn aufgehen. Und wie lange? 2-3 Minuten, dann schauen wir mal rein. Spannend. Ich bin schon ganz neugierig. Ja, das darfst du mal aufmachen. Ui, und? Das schaut ja schon gut aus. Ja, woran siehst du das? Ja, das sieht man schon. Schau, jetzt habe ich schon die doppelte so Höhe habe ich schon gekriegt. Ja. Dann schaue ich da unten rein, wie er ausschaut. Und? Ich darf sagen, gut. Ideal zum Umdrehen schon. Was machst du? Darf ich ihn zerteilen? Ja, du kannst ihn aber zerrupfen, wie du willst jetzt. Ach, das ist ja schön. Jetzt werden wir noch ein bisschen karamellisieren. Ich tue ein bisschen Zucker drüber. Du hast noch ein bisschen wenden nochmal. Lass mal nochmal ein bisschen. Der wird gut. Ein Apfelmus und wir mag eine Preiselbeer dazu. Und jetzt verfeinern wir nochmal Staubzucker. Herrlich. Und so wird er dann serviert. Habe ich nicht viel versprochen. Mm-mm. Was kann ich denn alles zum Kaiserschmarrn essen? Ein Apfelmus, ein Preiselbeer oder ein Schwetschgenröster. Ich glaube, mein Favorit ist das Apfelmus. Wenn ihr den Kaiserschmarrn nachkochen wollt, dann schaut unter dem Video. Da ist der Link zum Rezept und ich kann euch versprechen, es schmeckt kaiserlich gut.